Landwirtschaftssimulator ist zurück. Jetzt verfügbar auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Und herzlich willkommen zu Inside Coin, verehrte Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wie jede Woche, dass ihr es geschafft habt, euch hier einzufinden in dieser wunderbaren kleinen Sendung. Auch heute ist natürlich das Thema Videospiel wieder bei uns das große Thema, das diese Sendung bestimmen wird. Aber es gibt auch was Geiles zu gewinnen, und zwar ein Handy, ein Honor 8X. Das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist dieses wunderbare Handy hier, was ich hier in Händen halte. Hat einen 6,5 Zoll Display, sieht wirklich sehr, sehr schick aus, und was man vielleicht auch erkennen kann, der Display hat kaum einen Rand. Bis da oben, das ist so eine kleine Notch, da kann man dann auch was machen, dass diese Notch nicht großartig auffällt. Man kann natürlich mit dem Ding auch Fotos machen. 20 Megapixel Kamera ist hier hinten dran, ne? Da, so eine Dualkamera. Hier vorne dann ist es eine 16 Megapixel Kamera. Ich mache mal ein Foto hier von den Jungs, wie die arbeiten. So, kann man sich mal anschauen. Wunderschön. Da seht ihr auch, wie das hier ausschaut. Komm mal her, Vincent, ne? Damit man mal sieht, so, man nennt den Vincent nicht umsonst das menschliche Stativ. Er bewegt sich nicht viel, aber das Stehen kann er gut, ne? Wunderbar. Das ist der Hopboss. Ja, der Hoppy hat natürlich die Augen zu. Der schläft schon bei der Sendung ein, ne? Das ist wieder mal typisch, ne? Das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Android ist da natürlich drauf in, ich glaube, seiner neuesten Version sicherlich. Und das Ganze ist echt extrem schick. Extrem schick. Falls ihr es nicht gewinnt, es gibt zurzeit auch einen Black Friday Sale. Geht bis zum einschließlich 26. November. Da kann man das Handy dann gewinnen. Wie gesagt, hat einen ziemlich großen Display mit einer 1080x2340 Auflösung, pipapo. Und bis zum einschließlich 26. November ist das sehr günstig zu haben. Ich glaube, das kostet normal so um die 300 Euro, sogar, glaube ich, noch weniger. Müsst ihr mal gucken, ist eines dieser echt sehr, sehr geilen, aber doch sehr preiswerten Handys. Was müsst ihr dafür tun, um dieses Handy zu kriegen? Nun, in der Sendung sind immer mal wieder Handys versteckt. So wie das hier oben, wo mein Finger ist. Genau, ihr müsst diese zählen und die richtige Antwort, Anzahl an eingebauten Handys in dieser Sendung schickt ihr dann an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Sehr viel Arbeit für die Schnittmenschen heute. Lauter Sachen, die insertiert werden müssen. Gut, kommen wir mal zu unseren Nachrichten, denn diese Woche ist einiges passiert und da möchte ich euch so ein bisschen aufklären. Jetzt ist es endlich da. Battlefield 5 ist rausgekommen für alle. Ich weiß, da gab es schon irgendwie so Presale, bla bla bla, Bonuskram und wer früher dran konnte und so. Aber jetzt ist es da und ich habe gestern ein paar Ründchen gewagt und bin echt ziemlich angetan, muss ich sagen. Ich habe den ganz normalen Eroberungsmodus, den Conquest-Modus gespielt, jetzt nicht die Grand Operation. Und zocke jetzt zurzeit auch sehr viel Call of Duty, den Blackout-Modus oder halt auch manchmal den normalen Multiplayer-Modus. Und da merkt man schon echt einen Unterschied. Während ich Call of Duty so als Snack zwischendurch immer wieder spielen kann, weil es einfach sehr kurzweilig ist und man so ein Ründchen spielen kann, merkt man bei Battlefield 5 eindeutig, das ist eher etwas, wo man so ein bisschen mehr Zeit investiert, das vereinnahmt ein bisschen mehr, aber das ist auch ziemlich geil, weil wenn man dann mit der Squad hier sich eben ordentlich abspricht, sich verschanzt, Flaggenpunkte einnimmt, das ist ein sehr, sehr geiles Gefühl, macht unglaublich viel Spaß, bin echt sehr angetan, hätte ich nicht gedacht, kann ich bis jetzt jedem nur empfehlen, aber wie gesagt, meine Eindrücke sind auch noch nicht so umfassend, aber bis jetzt finde ich es sehr, sehr geil. Und dann ist ja noch Fallout 76 rausgekommen. Nun. Und dann gab es eine Botschaft diese Woche, die ich ziemlich krass fand, und zwar, dass Sony nicht auf der E3 sein wird. E3 ist ja quasi das Event der Spielebranche, wo jeden Juni in Los Angeles die ganzen Publisher ihre Stände haben, Events haben rund um die E3, um dann ihre neuesten Spiele oder ihren Fahrplan für die nächsten Jahre vorzustellen. Und Sony wird nicht da sein, und das ist ziemlich krass, weil Sony hatte einen Riesenstand immer auf der E3
Und jetzt wird auch gemunkelt, dass drumherum, also nichts außerhalb der Messe stattfinden wird zum gleichen Zeitpunkt. Die EA hat ja quasi so ein eigenes Gelände dann immer gemietet, wo dann ihr Zeug vorgestellt wurde. Auch das wird gemunkelt, dass Sony das nicht machen wird, dass überhaupt keine Pressekonferenz stattfinden wird. Und das hängt jetzt wiederum angeblich zusammen mit der PlayStation 5. Denn laut einem Insider bei Reddit will man die PlayStation 5 auf einem eigenen Event Mitte des Jahres 2019 vorstellen. Mitte des Jahres, ja, da würde ja Juni schon eigentlich ganz gut passen. Vielleicht findet doch was um die E3 drumherum statt. Aber auf jeden Fall, die PlayStation 5 soll dann vorgestellt werden. Dann zur PlayStation Experience 2019, die dieses Jahr auch nicht stattgefunden hat. Die soll dann aber wohl wieder stattfinden. Soll es dann mehr Infos zur PlayStation 5 geben. Und dann im Jahr 2020, im ersten Quartal, spätestens im dritten Quartal, soll dann die PlayStation 5 erscheinen. Diese soll 4K und 60 Frames locker schaffen. Entwickler, die wirklich das hinkriegen. Also ich glaube, es wird immer so sein, dass 60 Frames sind okay, aber es wird immer mehr Grafik-Bling-Bling gefordert werden oder gemacht werden, sodass 60 Frames vielleicht nicht der Standard werden. Aber egal, das soll sie auf jeden Fall schaffen. Es soll eine neue Version von PlayStation VR kommen mit neuen Move-Controllern, eventuell sogar Handschuhen. Dann soll das ganze Ding so um die $500 kosten, sind die 440 Euro. Und woher kommen diese Insider-Informationen? Von einem Typen, der auch schon vorher gesagt hat, dass Sony nicht auf der E3 sein wird. Also schon so ein bisschen Credibility am Start, aber muss man dennoch mit Vorsicht genießen. Ich fände es ziemlich krass, weil das ja eine krasse Signalwirkung hat. Mal schauen, ob dann andere Publisher eventuell auch aufspringen, von der E3 fernbleiben oder ob sie sagen, nee, wir treten jetzt verstärkt dort auf, extra. Deswegen wird sich zeigen müssen, E3 mal wieder ein heißes Diskussionsthema. Happy Birthday! Es ist mal wieder an der Ordnung, jemanden Glückwünsche zu überbringen. Und dieses Mal ist es Half-Life. Denn vor 20 Jahren, am 19. November 1998 kam Half-Life auf den Markt. Ein Ego-Shooter, der den Ego-Shooter-Bereich revolutionierte, denn Environmental Storytelling oder Storytelling grundsätzlich wurde da auf eine ganz neue Ebene gehoben. Wirklich unglaublich gut, dieses Spiel. Und passend dazu gibt es ja ein Fan-Remake namens Black Mesa. Das kam erstmals 2012 raus und das ist quasi wirklich einfach nochmal Half-Life 1, ein bisschen aufpoliert, mit besserer Grafik, auch spielerisch ein paar Sachen noch der Zeit angepasst. Und das ist echt extrem gut. Spielt das mal und dann werdet ihr merken, dass Half-Life 1 immer noch besser ist als 98% aller Ego-Shooter da draußen. Das Problem von diesem Black Mesa Remake war allerdings, dass es nicht komplett war. Die Welt Xen fehlte. Und Xen ist ein relativ umstrittenes Kapitel in der Half-Life-Geschichte, weil es nicht wirklich gut war. Jetzt gibt es aber einen neuen Trailer zu diesem Xen-Abschnitt, der nachgereicht wird. Und diesen Trailer, der ist so geil, den müssen wir uns einfach mal anschauen.
Also ich habe da mega Bock drauf. Sie wollen da auch spielerisch einiges verbessern und ändern, damit es eben nicht so nervige Jump'n'Run-Passagen sind, wie es beim ersten Half-Life der Fall war. Das Ganze soll dann im ersten Quartal 2019 erscheinen, also diese Black Mesa Xen-Abschnitt. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, holt euch Black Mesa. Ist, glaube ich, kostenlos sogar. Ist einfach echt immer noch fantastisch. So. Jetzt kommen wir aber endlich zu unseren Themen. Es ist immer noch ja, Herbst bzw. vorweihnachtliche Zeit und das ist natürlich sehr, sehr geil, weil das heißt, wir kriegen jede Menge geile Spiele, die wir zeigen können, auch in dieser Sendung. Und in dieser Sendung reden wir über ein Spiel, das definitiv sehr, sehr geil ist, aber das auch so ein bisschen die Gemüter wohl spaltet. Von was rede ich? Red Dead Redemption 2. Ja, der Kracher aus dem Hause Rockstar. Ich habe mich mal mit dem Kuro hingesetzt, weil wir haben da so ein paar unterschiedliche Ansichten, wie gut dieses Spiel wirklich ist. Einerseits hat sie auf Metacritic einen Score von 97, andererseits einen User-Score von 7,8. Wo liegt die Wahrheit? Ich habe auf jeden Fall ein paar Punkte, die ich durchaus bemängeln kann. Darüber quatschen wir. Dann habe ich ein sehr außergewöhnliches Spiel gespielt für euch. Return of Obra Dinn, das vom Stil her quasi fast schon an den Gameboy erinnert mit seiner monotonen Darstellung, ist aber ziemlich abgefahren, das solltet ihr nicht verpassen. Dann ist der Landwirtschaftssimulator hier vertreten mit einem Beitrag, der irgendwie, da gibt es irgendwie Bildfehler, aber wir verlosen auch Shit dazu. Landwirtschaftssimulator 19 hier in der Sendung, solltet ihr nicht verpassen. Und dann habe ich noch einen Klassiker ausgepackt und zwar Ultima Underworld. Beziehungsweise nicht Ultima Underworld, sondern den geistigen Nachfolger Underworld Ascendant. Da arbeitet sogar Warren Spector dran. Das ist der Mann, der Deus Ex gemacht hat. Und das ist jetzt rausgekommen. So ein Dungeon-Crawler, Rollenspiel. Ich hatte mega Bock drauf, wurde aber ziemlich enttäuscht. Aber ich lege mit etwas los, das mich nicht enttäuscht hat. Das ist zum einen die Switch, muss man ganz klar sagen. Aber vor allen Dingen Civilization 6. Hier ist es auf meiner Konsole drauf. Und das ist jetzt rausgekommen. Es ist lange Zeit her, dass ein Civilization für Konsolen kam. Endlich ist eins wieder da auf der Switch und ich habe es für euch getestet. Civilization ist das Spiel mit der menschlichen Geschichte. Eine komplexe Angelegenheit, die seit 1991 Spieler vor den Bildschirm zerrt. Nicht minder komplex ist die Geschichte von Civilization mit den Konsolen. Teil 1 erschien für Super Nintendo und PlayStation, Teil 2 nur noch für die PlayStation und dann war erstmal Ende Gelände. Die Serie konzentrierte sich auf den PC und gut war's. Zumindest bis ins Jahr 2008. Dann erschien Civilization Revolution, eine etwas simplifizierte Form von Civilization 4. Mit Armeen die Hauptstädte des Feindes niederstrecken oder durch Kultur andere Städte einfach schlucken, all das war möglich und entfaltete das bekannte Suchtpotenzial der rundenbasierten Strategieserie. Das war dann aber auch das letzte Aufflackern von Civilization auf den Konsolen. Zumindest bis jetzt. Teil 6 ist nun da. Ausgerechnet für die Nintendo Switch. Eine Konsole, die nicht gerade für ihre Hardware-Power bekannt ist. Kann das gut gehen? Die Prämisse von Civilization ist relativ simpel. Wählt euch eine der vorgegebenen Zivilisationen anhand eines berühmten Anführers aus und macht sie im Laufe der menschlichen Geschichte zur stärksten Fraktion. Aber wie das auch immer so ist, ist es halt dann doch nicht so simpel. Angefangen ein paar tausend Jahre vor Christus, baut ihr eure erste Siedlung auf, etabliert eine Religion und Staatsform, betreibt wissenschaftliche Forschung, handelt, kämpft und expandiert. Habt ihr alle eure Züge getätigt, ist die KI an der Reihe und versucht ebenso, ihre Zivilisation voranzutreiben. Das größte neue Feature von Civilization 6 sind die Bezirke. Wurde früher so gut wie jede Erweiterung innerhalb der Stadt gebaut, könnt ihr nun einzelne Hexfelder eures Reiches spezialisieren. So müsst ihr genau überlegen, in welche Richtung ihr eure Stadt entwickelt. All das ist natürlich auch so in der Switch-Version enthalten. Allerdings ist in der Switch-Version nicht alles enthalten, was man mittlerweile von der PC-Version kennt. Das Add-on Rise and Fall zum Beispiel fehlt. Dennoch soll die KI besser agieren als die Grundversion des Spiels. Wer darauf hofft, auf einer Switch einen Multiplayer-Modus spielen zu können, wo sich beide Spieler abwechseln, wird leider enttäuscht. Einen Hotseat-Modus gibt es nicht. Nur einen LAN-Modus, wo sich mehrere Switch, die nah beisammen sind, mit jeweils einer Version des Spiels zusammenschließen können, um dann gegeneinander zu spielen. Das wird sicherlich den ein oder anderen Civ-Fan ärgern.
Wichtig ist natürlich, wie das Spiel an die Switch angepasst wurde. Eben gerade, weil Civilization 6 ein recht komplexes Spiel ist, das verlangt, dass man immer wieder durch vielfältige Menüs navigiert. Und das funktioniert erstaunlich gut. Die Menüpunkte und Leisten sind zwar teils recht groß, dafür eben aber auch recht übersichtlich. Vor allen Dingen macht es auch Sinn, viele der Icons so groß anzuzeigen. Immerhin könnt ihr das Spiel mit den Joy-Cons als auch per Touchscreen steuern. Egal ob per Joy-Con, Touchscreen oder Kombination von beidem, ihr werdet euch ein bisschen einarbeiten müssen. Das Spiel gibt euch aber durchaus ein paar nützliche Tools an die Hand, um besser reinzufinden. Es gibt ein extra Tutorial, das die Grundlagen gut erklärt. Übersehen kann man allerdings die Minustaste der Switch. Drückt man diese, kriegt man nicht nur Infos zu den Feldern angezeigt, sondern auch eine kurze Erklärung, was die Icons in der Menüführung bedeuten. Das ist enorm hilfreich. Ja, auf dem PC flutscht es etwas besser, aber für Nicht-PC-Zocker fällt das nicht ins Gewicht. Etwas mehr ins Gewicht fällt die Hardware-Power der Switch. Rein optisch sieht das Spiel durchaus gut aus. Civilization ist aber auch die Art von Spiel, wo reines Technikgeprotze nicht wirklich viel Unterschied macht, weil die strategische Spielmechanik im Vordergrund steht und die Grafik sich dem unterordnen muss. Und bei herangezoomten Städten erkennt man auch auf der Switch genügend Details von gebauten Monumenten. Allerdings werdet ihr vor allem in etwas späteren Runden etwas länger warten müssen, bis alle Kontrahenten ihre Züge gemacht haben. Aber wirklich spielstörend ist das nicht. Civilization 6 auf der Switch ist klasse. Egal ob mit Touchscreen oder über die Joy-Cons, Spieler bekommen hier vielfältige und sehr gute Möglichkeiten, dieses komplexe und grandiose strategische Ereignis zu erleben. Ist es das beste Civilization aller Zeiten? Persönlich steht für mich da immer noch Teil 4 oben auf dem Thron, aber es ist definitiv das beste Civilization, das wir bis jetzt auf Konsolen hatten. Ein Spiel, das sich jeder Stratege holen sollte. Nicht ohne Grund gehört die Serie zu den Meilensteinen der Videospielgeschichte. Bleibt nur zu hoffen, dass auch PlayStation 4 und Xbox One-Spieler irgendwann in den Genuss dieser Version kommen, dann eventuell auch mit Online-Mehrspieler-Modus. Ja, liebe Leute, Civilization 6 für die Switch ist wirklich richtig gut. Jetzt wollte ich euch noch ein bisschen so zeigen, wie das hier mit dem Touchscreen funktioniert, weil das hat man jetzt in diesem Test eben nicht so gesehen. Also hier sehen wir zum Beispiel meine Stadt und dann kann ich eben ganz normal wie bei so einem Handy, kann ich ranzoomen, indem ich die Finger zusammenpinche oder eben zusammenziehe und so weiter und so fort. Und dann sehe ich meine Einheiten, die hier sind, kann auf die Stadt tippen und dann habe ich verschiedene Menüs. Und das ist eben sehr, sehr gut gemacht, dass die Punkte hier so groß sind, denn man hat ja vielleicht eventuell auch mal größere Fettfinger und dann kann man die gut treffen. Und wenn man eben nicht weiß, was was bedeutet, kann man sich durch den Druck auf Minus eben anzeigen lassen, was was jeweils ist. Und da gibt es dann eben verschiedene Sachen. Hier kann ich mir die Stadtressourcen anzeigen lassen oder was ich dann hier zum Beispiel bauen kann. Bezirke und Gebäude, Wunder und so weiter, Einheiten, all das ist möglich. Und ich kann dann hier hoch und runter scrollen. Es ist halt sehr gut aufgeteilt mit den Menüs. Kann dann hier zum Beispiel auf X gehen, in die Forschung. Das kann ich einfach antippen und das funktioniert wirklich wunderbar. Aber ich kann es halt eben auch einfach ganz normal mit den Joy-Cons zocken und eben die Menüs aufrufen. Und das finde ich echt sehr, sehr gut gemacht. Was jetzt so ein bisschen fehlt, was mir jetzt aufgefallen ist, man kann jetzt nicht die Kamera rotieren. Man kann reinzoomen und rauszoomen und die Kamera bewegen, aber eine Rotation habe ich jetzt nicht. Aber ganz ehrlich, habe ich jetzt auch noch nicht wirklich vermisst bei dem Spiel, weil es ist auch so alles wunderbar erklärend. Ich finde es echt sehr, sehr gut gemacht und kann es jedem nur empfehlen. Ist ein wunderbares Spiel, ist echt ein sehr, sehr geiles Strategiespiel. Eines der besten, was es gibt und nicht umsonst ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Ein Meilenstein der Videospielgeschichte war auch früher Ultima Underworld, denn das hat 3D-Grafik, flüssige 3D-Grafik auch so als riesengroßes Feature gehabt, noch bevor ein Doom das noch populärer gemacht hat. Und es war zusätzlich auch noch einfach ein richtig, richtig gutes Rollenspiel. Da ist es natürlich schwer, wenn man einen geistigen Nachfolger machen will. Aber es wurde gekickstartet und zwar sogar mit Warren Spector im Hintergrund. Ein Mann, der Deus Ex gemacht hat. Auch ein revolutionäres Spiel. Tja, dass das aber dann nicht unbedingt was Gutes heißen muss, seht selbst. 3D-Grafik revolutionierte die Spieleindustrie. Oftmals wird gerade Doom hier als Wegbereiter genannt, welches diese Technik ins Rampenlicht rückte und dafür sorgte, dass der Ego-Shooter unglaublich populär wurde. Und tatsächlich stimmt das ja auch.
Doom hat die Spielebranche revolutioniert. Es ist aber auch klar, dass Doom nicht der erste Ego-Shooter war oder das erste Spiel, welches solch detaillierte 3D-Grafik einsetzte. Bereits 1992 bot Ultima Underworld flüssige 3D-Grafik, die technisch auf einem anderen Niveau war. Ein Spin-off der Ultima-Serie schickte Underworld den Spieler in einen großen Dungeon, durch den man sich dann durchkämpfen musste. Ultima Underworld und sein Nachfolger sind zwei wunderbare First-Person-Rollenspiele, die damals schon für jede Menge Aufsehen sorgten. Dennoch kam Teil 3 nie zustande. Bis zum Jahre 2015. Dank Kickstarter konnte sich Underworld Ascendant die Finanzierung sichern. Der geistige Nachfolger von Ultima Underworld 1 und 2 ist nun über Steam erschienen. Kann er an den Erfolg und die Qualitäten der Vorgänger anknüpfen? Die Fußstapfen, in die Underworld Ascendant treten muss, sind natürlich groß. Und eigentlich fängt alles recht vielversprechend an. Storytechnisch gibt's das übliche Gut gegen Böse, wir müssen halt irgendwie die Welt retten. Das ist jetzt nicht wirklich originell, aber letztendlich ausreichend. Wichtig ist, was der Titel spielerisch zu bieten hat. Hier wird man erstmal etwas ins kalte Wasser geworfen. Zwar wird einem erklärt, dass zum Beispiel Feuer auch genutzt werden kann, um Holzbretter anzuzünden und so einen eventuell versperrten Weg zu öffnen, aber bei anderen Dingen tappt ihr erstmal im Dunkeln. Wortwörtlich. Zum Beispiel, wenn ihr schleicht. Gegner sehen euch, wenn es zu hell ist. Eine Anzeige, wie gut ihr sichtbar seid, gibt es nicht. Vorerst. Wenn ihr dann die ersten Punkte in den sehr umfangreichen Skilltree investieren könnt, schaltet ihr die Anzeige frei. Und da wird auch deutlich, dass dieses Spiel etwas anders ist. Dinge, die bei anderen Titeln von vornherein Teil des Spiels sind, muss man sich hier erarbeiten. Das vermittelt tatsächlich ein gutes Gefühl der Entwicklung des eigenen Spielcharakters. Ähnlich ist das bei Items, die ihr findet. Nicht immer wisst ihr gleich, was diese machen. Dann muss man selbst ausprobieren, ob der Fisch, den man eingesammelt hat, eher giftig oder nahrhaft ist. Nach und nach öffnet sich das Spiel, man bekommt ein besseres Verständnis für die Welt und immer mehr Features werden eingeführt. Ihr könnt Runensteine finden und mit diesen dann versuchen, eigene Zaubersprüche zu entwerfen. Außerdem gibt es unterschiedliche Fraktionen, mit denen ihr euch gut stellen könnt. Das Problem ist, dass das Spiel durchaus seine Qualitäten haben mag, dies aber durch etliche Bugs und Unfertigkeiten überschattet wird. Ganz ehrlich, Underworld Ascendant ist maximal in der Beta-Phase und dürfte so nicht auf den Markt. Manche Skelette haben so perfekte Augen, dass sie den Spieler selbst in dunkelster Dunkelheit locker aufspüren. Teils sieht es so aus, als würden Texturen fehlen. An anderer Stelle kann man durch Löcher in der Wand durch das Level blicken. Oder Texturen flackern einfach. Der schlimmste Bug war, als die Maus auf einmal nicht mehr das tat, was ich wollte und sich mein Blick automatisch nur noch drehend in den Himmel richtete. Dieser Bug war so krass, dass nur ein Neustart des Rechners für Abhilfe sorgte. Und solch Fehler hatte ich am laufenden Band. Und das geht halt einfach nicht. Das Spiel ist unfertig und fühlt sich auch einfach danach an. Das wäre okay, wenn der Titel bei Steam Early Access ist, ist er aber nicht. Mag sein, dass sich unter all den Fehlern durchaus ein brauchbares Spiel versteckt, leider bekomme ich aber aufgrund der Bugs einfach nicht viel davon mit. Hoffentlich kriegen die Entwickler das noch in den Griff und können bald Abhilfe schaffen. Bis dahin solltet ihr aber einen Bogen um das Spiel machen. Also da müssen die Entwickler noch einiges an Arbeit leisten, um diese Fehler ja auszumerzen, denn das ist ja wirklich gravierend. Ihr habt es ja gesehen, jetzt hat vielleicht der Text nicht ganz dazu gepasst, als ich gesagt habe, ne, dass manche Echsen oder manche Feinde haben mich gesehen, egal wie dunkel es war. Und dann hat man gesehen, wie ich diese Echse da in Ruhe beschossen habe und sie hat überhaupt nichts gecheckt. Die KI schwankt sehr. Manchmal hatte ich das Gefühl, die sehen mich und egal, ob ich mich im Dunkeln, komplett dunkeln bewege und an einer anderen Stelle bewege, sie treffen mich dann trotzdem und manchmal checken sie überhaupt nichts. Also das muss halt definitiv noch verbessert werden. Da müssen Patches kommen, weil das Ding ist im Endeffekt total verfrüht auf den Markt geworfen worden. Das ist nicht fertig und das geht halt im Endeffekt nicht. Und deswegen kann ich da auch nicht irgendwie annähernd nur eine Empfehlung aussprechen. Ne? Wenn ihr lieber einen Dungeon Crawler spielen wollt, der ordentlich gut funktioniert, dann schaut euch sowas wie Legend of Grimrock an. Der ist noch ein bisschen traditioneller, aber ist auch absolut fantastisch, ist wirklich richtig, richtig gut, kann ich nur empfehlen. Kommen wir jetzt zum Landwirtschaftssimulator. Der ist auch wieder da. Ne? Wenn etwas sicher ist, dann ist es so, dass wie EA jedes Jahr ein neues FIFA rauskommen wird, wird auch jedes Jahr, ist es jedes Jahr? Ich glaube jedes Jahr, kommt ein neuer Landwirtschaftssimulator raus. Und wir haben da einen Test gemacht für euch, den solltet ihr gesehen haben, denn der hat's wortwörtlich in sich.
Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuern. Wobei das nicht so ganz stimmt, denn mittlerweile ist eine dritte Sicherheit dazugekommen. Man kann sich auch sicher sein, dass, egal wie schlecht die Wertungen ausfallen, der Landwirtschaftssimulator ein Verkaufsschlager werden wird. Ob er dabei aus ironischen Gründen oder tatsächlichem Spielinteresse gekauft wird, ist dabei vollkommen egal. Auch dieses Jahr ist wieder eine neue Version des Landwirtschaftssimulators erschienen. Der Landwirtschaftssimulator 19 bringt dabei einige neue und interessante Features. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Telespiel. Mensch, hat so ein bisschen länger gedauert, ne? Ja, ich kann euch auch sagen, woran das liegt, ne? Ein Konglomerat aus Konsolen- und Grafikkartenherstellern, die haben was gegen Telespiel. Die mögen kein Retro, dabei wissen die nicht, alt ist das neue Neu hier. Diesen Schnickschnack, modernen Schmuden, braucht doch kein Schwein, ne? Das ist der Shit, den wir brauchen. Und da habe ich genau das Richtige für euch heute hier bei Telespiel. Und zwar dieses wunderbare Ding, den Brotkasten, den Commodore C64 oder einfach nur C64, weil C steht ja schon für Commodore, ne? Und das ist mit einer der erfolgreichsten Heimcomputer, den es je gab. Man sagt sogar, es ist der erfolgreichste. Hat sich so angeblich bis zu 30 Millionen Mal verkauft. Das ist jetzt aber nicht die ganz normale Version. Man kennt ja die normale Version, die hat diese braunen Tasten gehabt und hat diesen Spitzen am Brotkasten. Das ist schon so ein bisschen die fortgeschrittene Version, die Commodore C64C-Version. War im Endeffekt genau dasselbe Ding, ne? Ein 8-Bit-Heimcomputer, den man sich damals als Kind besorgt hat mit dem Vorwand, Mensch, da kann ich doch dann so schöne Hausaufgaben mitmachen und so schön lernen und so. Bullshit, jeder hat sich den nur geholt, damit er dann damit spielen kann. Und wir zocken heute damit hier, Landwirtschaftssimulator 19. Das braucht doch kein Schwein hier. Das ist der wahre Shit. Farming Simulator, die C64-Edition. Nur echt in einem Pappkarton. Nix hier irgendwelche Blu-ray oder DVD-Boxen. Nee, so kommen Spiele richtig an. Ich muss euch das mal zeigen. Das ist hier diese Limited Edition. Die muss ich mal auspacken. Sehr, sehr geil. Ist dann hier drin. Ist dann auch für die modernen Freaks unter euch, die so abgefahrenes Zeug haben wie CD-Laufwerke, als CD-Version dabei, da ist dann ein Emulator dabei, kann man das spielen. Aber viel geiler, ein Modul. Und auf diesem Modul ist dann das Spiel drauf. Farming Simulator C64 Edition. Und das ist ja so, beim C64 ist es so, da gibt es jetzt nicht irgendwie ein Diskettenlaufwerk oder sonst was, es gibt hinten den Modulschacht. Ansonsten hat man Spiele zum Beispiel über ein externes Diskettenlaufwerk gespielt, das hat man angeschlossen, oder Datasette. Was ist Datasette? Das war im Endeffekt nichts anderes als ein Kassettenlaufwerk, wo man dann wirklich eine Kassette reingelegt hat, wie so eine Tonband, wie man es halt kennt. So, ne? Bloß war da nicht irgendwie ein Hörspiel dann drauf, sondern ein Videospiel. Und das hat man dann gespielt. Hat ewig lang gedauert zu laden und hat dann meistens auch nicht so richtig funktioniert. Also wenn da irgendwie ein Fehler drauf war, dann saß man da ewig und nichts ist passiert. Sehr, sehr ärgerlich. Und das Ganze musste man dann eben auch starten, weil man über die Tastatur Befehle eingegeben hat beim C64. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ich bin nämlich Programmator. Au! Wir drücken einfach Run, weil Run ist der allgemeine Begriff zum Starten auf dem C64. Return. Und it's something. And I've made it. Fantastisch, oder? Wirklich grandios. Kunst, abstrakte Kunst. Da braucht noch jemand Banksy, diese moderne Scheiße. Ne? Zehnmal besser. So, jetzt wollen wir uns aber mal das Spiel anschauen. Und dazu gehen wir jetzt mal hier raus, machen den C64 aus und müssen hinten das Modul reinstecken. Hier ist extra dieser Schacht, da muss man gescheit reinzinnobern. So, und da ist das Ding drin. Hier nochmal, ne, wunderbar schön wirklich dieser C64. Hat auch natürlich Ähnlichkeit, beziehungsweise der Commodore Amiga 500 hat ja auch sehr viel Ähnlichkeit damit. Der hatte hinten auch diesen Ausschub noch mit den Rillen, mit den Lüftungsschachtrillen und so weiter und so fort. Und jetzt, wenn das Modul drin ist, muss man einfach nur den Rechner anmachen und zack, schon wird das Spiel geladen und wir zocken das Ganze natürlich sehr laut. Zum einen, aber auch mit dem Competition Pro.
Das ist der klassische Joystick von damals, den jeder hatte. Hier mit dem roten Knubbel und die beiden Feuertasten, die man hier hatte. Sehr beliebt bei Summer Games, wo man dann hin und her rütteln musste, weil es gab auch andere Joysticks, die haben aber nicht so lange gehalten wie der Competition Pro. Da gab es dann auch noch Sonderversionen davon mit Dauerfeuertasten, die waren dann hier oben angebracht. Wir haben jetzt aber die ganz normale Version und jetzt wollen wir uns in den Landwirtschaftssimulator stürzen, der Farming Simulator, die C64-Edition oder wie man heutzutage sagen würde, ein D-Make statt ein Remake. Ne, ein D-Make, weil es halt, ach, Kitas. Okay, also wir legen los, wir werden uns hier angezeigt, was wir alles machen müssen. Wir drücken einfach Feuer und schon geht das Ganze los. Wunderbar, schaut euch diese Grafik an. Wahnsinn! Vielleicht 8 Farben, vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Es könnten auch ein paar mehr oder weniger sein. Es gibt und nimmt, also man sieht hier schon fast abstrakter Fotorealismus. Das ist ja wunderschön, ne? Gut, gehen wir mal rein ins Spiel. Und da ist es, unser Feld. Noch nie war ein Feld so schön. Und ich habe jetzt hier durch die F-Tasten die Möglichkeit, verschiedene Fahrzeuge zu fahren. Und wir müssen dieses Feld natürlich bestellen. Weil ohne bestelltes Feld bist du auch nicht der Held vom Feld. Und deswegen fahren wir jetzt hier los. Jetzt müssen wir sie erstmal ordentlich durchpflügen. Und fahren hier mit dem Pfluginator 2000 los. Das sieht man dann so leicht, weil sich das Feld ein bisschen... Oh, jetzt ist er hängen geblieben. Scheiße! Aber super ist, er macht sogar das Piepsgeräusch, wenn man rückwärts fährt. Das ist schon wirklich ziemlich grandios. So, jetzt muss man ein bisschen Vorsicht machen. Wir müssen hier nämlich um den großen rumfahren. Und ihr seht jetzt so ganz leicht, also das macht man auch wirklich sehr dezent, das extra, diese dezente Grafikoption vom C64, dass man dann eben dieses Feld bestellt. Wir fahren jetzt da so ein bisschen rum, so ein paar Bahnen, einfach mal außen rum, quer, das passt schon, ne? Wobei, fahren wir jetzt mal hier hoch. Und dann nach dem Bestellen müssen wir natürlich aussehen, das ist dann genauso wichtig. Wir machen jetzt mal hier diesen Teil vom Feld hier. Wunderbar. Und hier runter. Oh, das wird super. Ich sag euch, wir werden so viel Samen aussehen. Das wird so geil. Schnell, schnell, kriegt die Kurve. Okay. Gut, das soll erstmal reichen. Da sind schon andere Felder, die sind schon leicht bestäubt, beziehungsweise bestellt. Deswegen gehen wir jetzt mal hier, nee, zu dem hier. Mit dem müssen wir jetzt aussehen. Zack, fahr mal los. Müssen wir schauen, dass wir gegen den anderen nicht fahren. Und da seht ihr jetzt die Felder, wo ich schon quasi bestellt habe. Da wird jetzt ausgesät. Die ändern sich jetzt nochmal die Farbe. Da muss man erst den Feuerknopf drücken auf dem Competition Pro, dass dann auch alles ausgesät wird. Fantastisch, oder? Fantastisch! Schaut euch das an! Wunderbar. Schaut, und die Blümlein sprießen. Wir haben alles richtig gemacht. Jetzt ist natürlich so ein bisschen das Warten angesagt. Die Felder lassen wir mal so. Wir wechseln jetzt zu unserem dritten Fahrzeug. Nee, das ist das falsche Fahrzeug. Das ist dann zum Einsammeln, zum Weiterbringen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was einsammeln. Und ich glaube, da unten die Felder, die können wir schon bestellen. Da können wir jetzt mal drüber brettern hier. Mal schauen, was da passiert. Nee, ist noch nicht so weit. Doch, da! Das eine Feld ist weg, das andere Feld ist auch weg. Das ist tatsächlich... Ja! Da haben wir schon 4 Felder. Ja. Immer hin und her. Das ist wie bei Sex Games auf dem C64. Da hat man auch immer hin und her gemacht, ey. Fantastisch. Meine Jugend, ne? Da passiert gerade nicht viel. Jetzt muss man einfach warten. Wir können mal schauen, ob wir jetzt mit der Gerätschaft... Oh, da oben wird also auch was. Wir fahren den mal so ein bisschen weiter weg. Oh, jetzt blühen sie alle auf! Jetzt wird hier abgesahnt. Menschenskinder, der Spielspaß hört nie auf. Hat aber auch nie angefangen, ne? Na, nimm die mit! Na, die sind doch nicht so weit, oder? Och, komm! Oder ist er voll? Ich glaube, der ist voll, ne? Ah, jetzt, na, die müssen erst nochmal aufblühen. Jetzt kommt die zweite Aufblühphase. Jetzt, das hatte ich übersehen. Jetzt kommt die Bereifung des Feldes. Oh, jetzt. Oh. Das wird eine Ernte, das sag ich euch. Schau, jetzt seht ihr das auch hier unten, ne? Also, da ist noch nichts voll. Da geht noch einiges rein. Jetzt fahren wir aber mal mit dem Ding zu unserem quasi Liefertraktor, um den so ein bisschen zu beladen. Ah, die will ich noch. Ja. Gut. 18% muss reichen. So, jetzt müssen wir mal schauen,
wie wir das machen, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Jetzt haben wir den vollgeladen. Seht unten, die Anzeige ist gestiegen. Und jetzt fahren wir mit dem, und das ist ja jetzt echt fantastisch, müsst ihr mal zuschauen jetzt. Jetzt fahren wir mit dem nämlich los. Und das ist nämlich, das ist krasser Shit, das ist Technik, die bekommt es nur beim C64. Das ist Open World, ey, noch lange. Könnt ihr euer Red Dead Redemption sonst wohin packen, ey. Ne? Und jetzt liefern wir hier ab. Tanken müssten wir auch, wenn wir nicht hängen bleiben würden. Oh, verdammt! Schräglage! Tanken müsste man nämlich auch in dem Spiel. Es ist ziemlich abgefahren. Also die Entwickler haben wirklich an alles gedacht. Oder der eine Praktikant, der das halt am Wochenende schnell zusammengeprügelt hat. Ja, abgeliefert. Und es geht weiter. Und das, liebe Leute, ist der Farming Simulator auf dem C64. Ein Wahnsinnsmeisterwerk der epochalen Videospielgeschichte. Hätte es ihn damals so gegeben, ich glaube, wir alle würden nur noch virtuell aussehen, Felder bestellen und sonst was machen. Wobei die ganzen Farming Simulator Fans, die machen das ja sowieso. Das war eine kleine Geschichtsstunde hier mit Telespiel und dem Farming Simulator auf dem C64. Wirklich sehr, sehr geil. Ist in der Limited Edition Version dabei für den PC. Eben dann auch in CD-Form, dass man das auf seinem normalen Laufwerk spielen kann, weil nicht jeder hat einen C64 zu Hause. Das ist wirklich eine ganz besondere Edition hier. Finde ich unglaublich cool, dass sie das gemacht haben und nochmal auf Modul gepresst haben. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt verabschieden. Verdammt! Da sind sie wieder, Nvidia und Co. Sie haben was gegen Telespiel. Ich sag tschüss. Simulator 19 ist an Umfang ganz schön gewachsen. Die Zeiten sind vorbei, da man sich nur um die angebauten Pflanzen kümmerte. Jetzt könnt ihr, wenn ihr denn wollt, auch Pferde züchten. Aber auch hier gilt, wie bei allem, was ihr hier macht, gut Ding will Weile haben. Pferde müssen ausgeritten und gepflegt werden, damit sie einen hohen Preis erzielen. Auch in der neuesten Version ist das Spiel eines für ruhige und geduldige Gemüter. Hinzu kommen noch neue Multiplayer-Features, wie zum Beispiel, dass jeder auf der Karte seinen eigenen Hof kaufen kann. Optisch wurde auch nochmal die Schraube angezogen, auch wenn man hier immer noch kein Spiel erwarten darf, das nur annähernd mit einem Red Dead Redemption 2 mithalten kann. Im Endeffekt ist also alles wie immer. Auch der Landwirtschaftssimulator 19 dürfte ein Erfolg werden. Ob es auch daran liegt, weil man sich gerne drüber lustig macht, dürfte den Fans egal sein. Zum Landwirtschaftssimulator 19 habe ich auch noch ein fettes Gewinnspiel für euch, denn wir haben drei Pakete, die wir rausholen wollen. Einmal eine PC-Edition bzw. eine Collector's Edition, wo dann auch die C64-Variante mit dabei ist. Hier das Ding, dann einen John Deere-Traktor als Modell natürlich, keinen echten, den können wir uns nicht leisten, Leute, was denkt ihr denn? Und dann noch eine passende Tasche dazu, das ist ein Gewinnpaket. Dann habe ich aber noch zwei weitere. Einmal hier, wie gesagt, jeweils dann nochmal die Tasche, dann einmal die PlayStation 4-Version, ein Landwirtschaftssimulator 19 Buch und ein kleiner Mini-Traktor und das gleiche dann auch nochmal mit der Xbox One-Fassung mit dem Buch und einem kleinen Mini-Traktor. Und um die zu gewinnen, müsst ihr mir einfach die Frage beantworten, wie heißt denn der Entwickler, der den Landwirtschaftssimulator 19 macht? Das schickt er bitte an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse, ne? Schnittmensch hier, E-Mail-Adresse einfügen. Und bitte dann auch, welche Version ihr denn haben wollt. Ne, das macht ja keinen Sinn, wenn ihr gewinnt und ihr habt keine PlayStation 4 und kriegt die PlayStation 4 Version. Sagt eure Präferenz einfach der Version, die ihr haben wollt und die versuchen wir euch dann zukommen zu lassen. Schickt am besten gleich auch noch eure Adresse mit, dass man da nicht großartig nachfragen muss, ne Leute. Dann klappt das auch mit dem Gewinnspiel. So, Mensch, 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 so viele Gewinnspiele. Handy hier heute, Landwirtschaftssimulator heute. Aber wir haben ja auch noch Videospiele in der Sendung abseits der Gewinnspiele. Und zwar eines, das ich angespielt habe. Return of Obra Dinn. Ein Spiel, das gerade extrem gute Wertung bekommt und extrem abgefahren aussieht. Aber darin liegt ja oftmals auch der Reiz. Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Heute wird es jetzt piratenmäßig. Ich denke zumindest, dass es piratenmäßig wird, denn ich spiele jetzt ein Spiel namens Return of the Obra Dinn. Und die Obra Dinn ist, soweit ich das verstehe, ein Schiff, ein großes. Und dieses Spiel kriegt gerade wahnsinnige Wertungen bei Steam, unglaublich gut. Und es kommt von Lucas Pope.
Denkt ihr euch, who the fuck is Lucas Pope? Lucas Pope ist der Typ, der Papers, Please gemacht hat. Also ein Spiel mit einem sozialkritischen Kommentar, was ja durchaus für viel Diskussionsstoff sorgte. Wir fangen jetzt hier an, Return of the Obra Dinn. Und ihr seht schon, keine Schicksale rätselt. Ja, es geht wohl um Schicksale. Ihr seht aber auch schon, die Grafik ist leicht monoton. Finger Oberinspektor versichert ansprechen. Die Obra Dinn ist zurückgekehrt. Begeben Sie sich umgehend nach Falmouth und erstellen Sie einen umfassenden Bericht. Okay, machen wir doch. Falmouth, England, 1807. Also waren ein paar Jährchen unterwegs. Said you need ferry to the Obra Dinn. Keine Sprache da. Not many eager for that job. Ah. Seems a bit late if you ask. I didn't. What's in the box? 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 Welcher Film? Carefully. Gibt's Memes zu? Wow. Das sieht abgefahren aus. Das sieht sehr, sehr spartanisch aus, möchte ich sagen. Aber es sieht auch irgendwie verdammt cool aus. Gut. Was kann ich hier machen? Kann ich... Ah, okay. Klettern hier hoch. Gehen mal auf das Schiffchen. Das ist ein geiler Stil. Das könnte tatsächlich irgendwie, erinnert mich total an Gameboy zurück, dieses weiß-grün-monotone. Auch wenn es natürlich beim Gameboy eher grün und schwarz war, aber dennoch. Oh, liegt da einer. Wir müssen jetzt vielleicht hier aufklären, was hier passiert ist. Auch beim Schrank? Nee, da kann ich nichts machen, ne? Also das ist schon sehr spezifisch. Das ist zu heavy. Was will der kleine Hans von mir? Ah, okay, mein Koffer. Das Buch nehmen wir mal mit, oder? Okay, Rückkehr der Obra Dinn. Eine Chronik von Abenteuer und Tragödie. Vorwort, ich hoffe, Sie wissen irgendwann an Bord der Obra Dinn. Ich hatte diesen Tag kommen sehen, und es war meine Absicht, die Geschichte des Schiffs auf den Seiten dieses Buches zu erzählen. Bedauerlich, aber seit es mir meine schwache Gesundheit nicht gestattet, die folgende Umschreibung zu Papier zu bringen. Es ist von äußerster Wichtigkeit, ich überlasse Ihnen die Enthüllung Ihres Schicksals und die Vollendung dieses Buches. Oh, das ist ziemlich abgefahren. Okay. Hier sieht man den ganzen, das Schiff, die Fahrt. Madeira, okay. Das ist die Fahrt. Kann man da irgendwas finden? Oh, das ist, so eine Art Krimi? Okay, wir müssen dieses Buch irgendwie füllen. Wir müssen... Oh, jetzt habe ich irgendwas. Erst ganzes Buch durchblättern. Yes, das ist okay. Diese Art von Spiel. Mord. Im Fenster. Das Rufen. Also bis jetzt alles wirklich äußerst mysteriös. Mysteriös, sage ich nur. Bin ich jetzt hier fertig? Darf ich jetzt ans Schiff gehen? An Bord gehen? Was ich jetzt vorhin schon die ganze Zeit gemacht habe und hätte nicht machen dürfen. Ne? Gucken wir mal. Kann ich jetzt diese Leiche untersuchen? Da, jetzt hier. Ne? Die hatte ich vorhin eben nicht. Sind schon die Fliegen da. Ganz viele. Okay. Muss ich herausfinden, wie der gestorben ist? Captain! Kapitän! Open the door! Macht's! Kick it in! Ah! Let's we break it down and take more than those shells! You bastards may take! Wow. Okay, der Typ wurde erschossen. Vom Kapitän. Die Mucke ist cool. Hier fliegt irgendwas hin. Also die Kugel trifft ihn, fliegt hier so durch. Aber ich glaube, hier muss ich nicht hin. Nee. Also ich muss schon eher in dem Bereich bleiben.
Der verliert sein Hackebeil, ne? Das ist die Leiche, die wir quasi hier gefunden haben. Ah, jetzt kann ich den anvisieren. Wow, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Habe ich das Richtige gemacht? Also man findet jetzt quasi heraus, was mit diesem ganzen Schiff die ganze Zeit passiert ist, so wie ich das verstehe, oder? Vor der Kapitänskajüte, da ist eben das passiert. Wer ist das? Wie ist die Person zu Tode gekommen? Position der Leiche. Drei andere waren zugegen. Genau, das ist der Dialog, den wir gehört haben. Und drei andere Leute waren da zugegen. Unbekannt. Bekannt. Unbekannt. Das ist ja schon echt cool gemacht, ne? Den haben wir jetzt drin. Ah, okay, das ist jetzt das Bild, ne? Das Bild von der Mannschaft, das im Buch ist. Und da sieht man halt, das ist der Typ. Das ist ganz smart gemacht. Mit dem kann ich nichts mehr machen. Das haben wir, das ist dieses unbekannte Schicksal. Jetzt müssen wir noch schauen, was ist mit dem hier. Das ist der Kerl. Den haben wir auch drin. Ja, gut. Aber ich kann hier sonst nichts machen, oder? Da ist noch jemand, ne? Das ist das vierte Schicksal, die vierte Person, die wir hier noch entdeckt haben. Ah, jetzt ist hier die Tür aufgegangen, jetzt kann ich diese Erinnerung wohl wieder verlassen. Wow, das ist a doozy, wie man so sagen würde im Englischen. Ne? It's a doozy. Okay, ich werde immer noch nicht klar aus der Sache, muss ich ganz klar sagen. Hier ist jetzt, hier sind weitere Leichen, zwei Stück. Da geht's nochmal hin, da geht's hinter das Schiff. Jetzt sind wir hier am Heck. Okay, dann schauen wir uns doch mal den an. Was hier für eine Erinnerung auf uns wartet. Okay, das ist wahrscheinlich eine Schlägerei, die dem vorausging oder die danach kam. Nee, da war der schon tot. Okay. Dann ging's hier weiter. Das ist der, den wir schon mal hatten, oder? Genau, das sind ja die beiden Figuren, die wir schon kennen. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Okay, das Spiel arbeitet sehr smart, ob das dann automatisch Sachen triggert, wenn man dann alles angeschaut hat, alle Utensilien, ne? Genau, Position der Leiche, was ist das? Wie ist die Person zu Tode gekommen? Naja. Oh! Fand ein unbekanntes... Jetzt! Das habe ich gar nicht gewusst, dass man das eben machen kann. Die fand ein bekanntes Schicksal. Okay, also wir haben jetzt hier den Typen. Wir wissen nicht, wer das ist, aber er fand kein unbekanntes Schicksal, sondern, getötet, zerfetzt, zerquetscht, zerrissen. Was wurde denn jetzt nochmal? Aufgespießt? Nee. Wurde er nicht durchbohrt? Moment. Geköpft? Was geköpft? Kann ich mir das nochmal anschauen? Weil jetzt verstehe ich erst genau, hier. Dem wird die Kehle durchgeschlitzt. Aufgespießt, am Leben unbekannt. Erdrosselt, erfroren, erschlagen, getötet. War das jetzt ein Schwert? Ja, das ist kein Schwert, oder? Das ist ein Messer. Kann ich noch andere? So, da ist der Typ. Wie ist diese Phantan? Und der wurde erschossen. Getötet, ein Messer. Mit einem Messer getötet. So, das wissen wir jetzt schon mal. Aber bei dem anderen, da ist doch klar, dass der erschossen wurde, ne? Erschossen, da. Ich hab's. Vielleicht habe ich es nicht gesehen. Vielleicht bin ich dran schuld. Wurde vom Kapitän
Das ist der Kapitän. Ne? Wer das ist, wissen wir jetzt aber noch nicht. Das ist echt wie so ein Puzzle, das sich jetzt langsam zusammensetzt. Da liegt auch noch jemand. Das ist jemand Neues, das ist eine Frau. Dann schauen wir uns jetzt mal um, ob jetzt dadurch, was wir da gemacht haben, ob sich jetzt irgendwas in der Welt geöffnet oder geändert hat, zu dem wir jetzt mehr Verständnis kriegen hier. Hier ist nämlich auch noch eine Leiche und da auch. Gut, nächste Untersuchung. Sehr, sehr gut. Spannend. Ist ein Krimi. Ist sie schon tot? Oder schläft sie nur? Weil er gesagt hat, er wird bald bei ihr sein. Wahrscheinlich ist sie schon tot, ne? Also er erschießt sich auf jeden Fall selbst. Mit einer Pistole. Genau, jetzt kommt wieder, warte mal, wieder die Überblendung. Und sie ist auf jeden Fall, ist sie Abigail? Ich weiß es nicht. Aber müssen wir mal schauen, dann kann man ja vielleicht herausfinden. Wer ist das? So. Wir gehen davon aus, dass das der Kapitän ist. Das Gesicht dieser Person ist nicht mehr unscharf, das bedeutet, dass sie nun identifiziert werden. Benutzen Sie Buch und Taschen, um so viele Informationen zu sammeln. Mit Hilfe der Taschen können Sie nur auf dem Schiff erneut. Also, das ist echt. Man spielt hier echt Sherlock Holmes. Dies kann korrekt sein oder auch nicht. Natürlich, weil es kann natürlich sein, dass es nicht der Kapitän ist. Wir gehen davon aus, dass es der Kapitän ist. Weil Kapitän an dem einen Dialog gesagt wurde. Aber es kann natürlich sein, dass jemand in der Kapitänskajüte war. Oh Scheiße, das ist ein riesen Kraken. Schaut euch das an. Ist ja eine wahnsinnig geile Seebärengeschichte hier. Auch mit den Wassertropfen, die hier so runterkommen. Das ist schon geil. Ich finde das gerade ziemlich cool. Okay, das wird die Dame sein. Die wurde erschlagen von einem Mast. Den kennen wir noch nicht hier. Das Verderben. Wahnsinn, ich finde es super. Das ist so ein richtiger Seemannsgarn. Ja, wer ist das? Abigail? War nicht irgendwo Fräulein Jane Bird? 60 Leute waren an Bord. Jetzt schauen wir mal. Alfred, wir gehen einfach mal davon aus, dass es Abigail ist. Abigail. Machen wir jetzt einfach mal. Haben wir nichts zu verlieren. Oh, das ist so ein Brainfuck. Mein Hirn, es glüht. Also dadurch, dass wir jetzt quasi mehr Erinnerungen gesehen haben, haben wir jetzt auch wieder gewisse Informationen, die wir jetzt in dieser Zeit nutzen können, um weitere Erinnerungen zu erlangen. Alter Falter! Der wird halt einfach mal auseinandergerissen. Ja, und so würde man sich jetzt sicherlich weiter rätseln. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. The Return of Obra Dinn. Kostet um die 20 Euro, ist von dem Papers, Please Macher und ihr seht schon, das ist so ein Seemannsgarn, bei dem man herausfinden muss, was auf diesem Schiff passiert ist, wer die Passagiere sind, wer überlebt hat, wer eventuell nicht überlebt hat, woran die anderen Leute gestorben sind, wo die Konflikte waren und wie so ein Sherlock Holmes setzt man das Puzzlestück nach und nach zusammen, finde ich richtig, richtig cool. Ich mag auch den Look. Ist durchaus ein bisschen anstrengend für die Augen, aber es gibt dann immer wieder so Momente, die mich jetzt echt überrascht haben hier beim Spielen. Das wäre tatsächlich etwas, wo ich mich gern den ganzen Abend hinhocken würde, um das zu zocken. Finde ich bis jetzt super cool. Ja, The Return of Obra Dinn gibt's auf Steam. Gib dem Ganzen doch mal eine Chance, weil, ja, finde ich, ist echt was schön Außergewöhnliches.
Ja, das ist schon ein ziemlich außergewöhnliches Spiel, aber ich mag ja sowas auch. Ich kann es deswegen auch nur empfehlen. Echt sehr, sehr cool. Holt euch das Teil, falls ihr auf ein bisschen ja, abgefahrene Spiele steht. So, jetzt kommen wir zu einem Ding, das sehr, sehr hohen Maßappeal hat. Red Dead Redemption 2. Und das ist ja ein Spiel, das von grandiosen Wertungen überschüttet wurde. 97% hat es gerade bei Metacritic. Aber, und ich muss jetzt sagen, ich habe es auch eine Zeit lang jetzt gespielt, ich kann es teilweise nicht so ganz nachvollziehen. Tja, deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich mal mit dem Kuro hin und wir streiten so ein bisschen drüber. Denn der Kuro hat so manche andere Perspektive auf das Spiel als ich. Nothing means more to me than this game. I would kill for it, I would happily die for it. Rockstar Games macht Ausnahmespiele. Seit GTA 3 hat das Studio immer wieder mit ihren großen offenen Welten die Grenzen der Technik und Atmosphäre verschoben. Sobald ein Rockstar-Spiel herauskam, wusste man, das ist wieder etwas ganz Besonderes, das die gesamte Branche beeinflussen wird. Und lange Zeit war es auch so, dass viele andere Entwickler der Rockstar-Formel hinterherjagten. Seit ein paar Wochen ist Red Dead Redemption 2 nun auf dem Markt. Und die Wertungen, die das Spiel einheimst, gehören mit zum Besten der letzten Jahre. Bei Metacritic hat das Spiel einen Durchschnittsscore von 97. Somit steht das Spiel auf einer Stufe mit GTA 5 und über seinem Vorgänger. In anderen Worten, ein Ausnahmespiel. Sieht man sich dagegen die Userwertungen an, heimst das Spiel im Vergleich dazu eine 7,8 ein. Häufige Kritikpunkte, die Steuerung ist zu träge und überladen und das Korsett des Spiels ist zu eng und lässt wenige Freiheiten zu. Wie passt das zusammen? Kuro und ich versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Lieber Kuro, wir haben es ja gerade gehört, Rockstar macht Ausnahmespiele. Sehr, sehr oft sind Spiele aus dem Hause Rockstar Dinge, die alle anderen Entwickler auch gerne entwickelt hätten. Sie kommen auch ja nur alle paar Jahre was raus und dann sind es immer bombastische Sachen. Wir beide sind auch gerade im Wilden Westen unterwegs. Mhm. Dennoch frage ich mich jetzt, 97 Metacritic Score, ist der gerechtfertigt? Deutet das nicht auf ein ziemlich perfektes Spiel hin? Was heißt für dich diese 97? Für mich heißt diese 97, dass das Spiel auf jeden Fall eine Empfehlung ist und dass es ein Spiel ist, das man auf jeden Fall sich anschauen sollte, wenn man Bock auf offene Welt, auf offene Spielwelten hat, wenn man generell Bock irgendwie auf storylastige Videospiele hat. Ich glaube, das ist das, was halt Red Dead Redemption 2 auch, abgesehen von der offenen Welt, eben ist ein sehr, sehr, sehr storylastiges Spiel. Und das wird halt relativ schnell klar. Und ich kann verstehen, wenn das nicht für jeden etwas ist, weil das Spiel sich halt relativ viel Zeit lässt. Das wird ja schon im ersten Kapitel deutlich, bevor du erstmal überhaupt Zugriff auf alle Mechaniken im Spiel hast, vergehen ja tatsächlich Stunden. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der heutigen Zeit halt auch Leute einfach abschreckt. Mhm. Jetzt sagst du, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, aber hätte es zum Beispiel eine 90 da nicht auch getan, ist ja auch eine Empfehlung. Ich finde, eine 97 sagt einem ja auch irgendwie, dass nahezu jeder Spielmechanik, die im Spiel integriert ist, perfekt ist. Ja, aber das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Wertungsproblem und auch ein grundsätzliches Wertungsproblem im Spielemedium an sich, weswegen wir bei Gamesfeld auch irgendwann entschlossen haben, halt Zahlenwertungen komplett zu ditchen, weil wir halt das Problem haben, was ist der Unterschied zwischen einer 84, 85 oder 89 oder in dem Fall, wie du gesagt hast, 90 oder 97. Ist jetzt Red Dead Redemption 2 aufgrund der 97 ein perfekteres Spiel als, keine Ahnung, Zelda Breath of the Wild, was ja auch relativ weit oben ist, ne, von einem Metacritic. Ich glaube, kein Videospiel ist tatsächlich perfekt. Mhm. Und selbst wenn es auf dem Papier die nur Pro-Punkte hat, gibt es garantiert sehr viele Menschen, die trotzdem Kontrapunkte finden, weil halt der Geschmack in eine andere Richtung geht. Jetzt war die Sache, als ich bei Rockstar war, wurde mir von Rockstar erzählt, bevor das Spiel rausgekommen ist, ne? Red Dead Redemption 2 ist nicht nur eine Fortsetzung des ersten Teils. Mittlerweile ist es bei Rockstar so, alle Teams arbeiten an einem Spiel. Früher war es so, dass es gab Rockstar North, die haben im Spiel gearbeitet, Rockstar San Diego, die haben im Titel gearbeitet. Mittlerweile sind alle Teams vereint und arbeiten dann an einem Spiel. Mhm. Und deswegen stellt Red Dead Redemption 2 nicht nur eine Fortsetzung des ersten Teils dar, sondern eine gesamte Weiterentwicklung,
der gesamten Rockstar-Design-Entwicklung. Also quasi ist auch die Fortsetzung zu einem GTA 5, was Spielmechanik angeht. Siehst du das so, dass es eine große Weiterentwicklung gab, dass sich das Spiel wirklich von GTA 5 abhebt? Dass es wirklich einen Schritt nach vorne macht? Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es macht in vielerlei Teilen eher einen Rückschritt. Ich würde schon sagen, dass es einen Schritt nach vorne macht, nicht unbedingt was die Spielmechanik betrifft, wie sich das Spiel anfühlt. Also ich habe da halt auch so ein paar Dinge, die mich fuchsen, zum Beispiel in Feuergefechten, also die Schießerei, da gibt es andere Spiele, die fühlen sich besser an. Hin und wieder aufgrund der Trägheit der Spielfigur bist du halt relativ gemächlich unterwegs und was die Ausführung von Mechanik betrifft, dauert es halt auch öfters mal, bis Arthur irgendwie aus dem Quark kommt, wenn du gerade irgendwie mit einer... Wobei man das ja aber auch gewohnt ist von den Rockstar-Spielen. Ich meine, das war ja schon immer so. Das finde ich tatsächlich gar nicht mal so ein Kritikpunkt, den ich so schlimm finde, weil, also ich meine, das war bei GTA 4 so, das war bei GTA 5 so, dass es diese gewisse Trägheit gibt und die Figuren einfach ein bisschen mehr dauern. Ich finde, es gibt eher andere Probleme, die einem das Spiel vorgaukelt, die, finde ich, sehr inkonsistent sind. Ja, das finde ich auch tatsächlich auch gar nicht so tragisch. Ich mag diese Trägheit. Ich kenne halt ein paar Leute aus meinem Umfeld, die gesagt haben, so, boah, das bewegt sich halt einfach zu langsam, bleibe ich halt lieber bei einem Assassin's Creed. Aber das ist halt auch eine Geschmacksfrage. Um jetzt nochmal deine Frage tatsächlich zu beantworten, ob das Spiel einen Schritt nach vorne macht, ich finde schon, nicht spielerisch tatsächlich, so was reine Spielmechaniken betrifft, da finde ich, das ist halt einfach, ja, ein Spiel in der offenen Welt, actionbasiert, schießt halt, du interagierst mit der Umgebung. Wo ich den Schritt nach vorne sehe, ist bei der offenen Welt an sich, bei der Atmosphäre, bei der Erzählung der Geschichte und den Charakteren. Also da muss ich dir auch komplett zustimmen. Ich finde auch, wie die Charaktere, wie sie miteinander sprechen, die Dialoge sind unglaublich gut geschrieben. Das ist, finde ich, sieht man nirgendwo in so einem anderen Spiel. Ich finde auch die Welt unglaublich toll. Aber dennoch ertappe ich mich immer wieder dabei, dass für mich irgendwas nicht zusammenpasst. Und das fängt zum Beispiel beim Ehrensystem an. Das ist ja, wir haben im Spiel einen Balken, der unten angezeigt wird. Wenn ich irgendwas Unehrenhaftes, also wenn ich jemanden mitten auf der Straße auf die Fresse haue, dann werde ich langsam böser oder werde ich als böser wahrgenommen. Aber wenn ich Leute grüße oder anderen helfe, werde ich besser. Und ich finde das irgendwie sehr inkonsistent, weil ich versuche die ganze Zeit, ich bin jemand, der spielt immer sehr, sehr gut. Und diese offene Welt gaukelt mir vor, ich kann wirklich, und dieser Balken auch, und dieses ganze System gaukelt mir vor, ich kann meinen Charakter entwickeln. Nur um dann im nächsten Moment in der Stadt Strawberry quasi alle niederballern zu müssen, weil ich meinen Kollegen befreie, weil mich das Spiel dann auf einmal von diesem offenen Weltkonzept in das starre Storykonzept drängt, wo ich keine Wahl habe und dann auf einmal komplett konträr zu dem Arthur handle, der ich eigentlich in der offenen Welt bin. Und das stört mich ziemlich, muss ich sagen, weil ich das irgendwie sehr inkonsistent finde, weil Rockstar sehr darauf bedacht ist, das Ganze simulastisch zu machen. Ich kann nur so viel tragen, wie ich an mir tragen kann oder wie viel an mein Pferd passt. Und ich habe dieses Ehrensystem, ich muss was essen, damit meine Cores voll bleiben. Und es stimmt aber irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, mir wird was vorgegaukelt oder mir wird was versprochen, was das Spiel nicht erfüllen kann. Würde dir das auffallen, wenn dieser Balken fehlen würde? Ich finde, man hätte das rauslassen sollen. Ich finde nämlich auch, den Balken hätte man einfach weglassen können. Und dann wäre es okay gewesen. Ich meine, du kriegst ja, wenn du eher auf der rechten Seite, auf der guten Seite bist, kriegst du ja Rabatte zum Beispiel bei Händlern. Ja, aber die Auswirkungen sind nicht großartig. Ja. Also du kriegst ein paar Rabatte, wenn du böse bist, dann kannst du das ein oder andere Outfit nicht kaufen oder dir wird der Service verwehrt bei einem Händler. Ich finde, da gebe ich dir recht, ich finde, diesen Balken hätte es nicht geben müssen. Da war ich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich das Spiel dann zum ersten Mal gespielt habe. Und dann kannst du ja nach unten drücken auf dem Digipad. Genau. Dann habe ich gedacht, okay, dieser Balken. Weil ich finde das auch bei anderen Spielen, so diese klassische Kategorisierung in gut oder, ja, in dem Fall eher Outlaw, ist natürlich schwierig, wenn du grundsätzlich von der Story jemanden spielst, der halt mit einer Verbrecherbande unterwegs ist. Absolut, das muss sich im Rahmen bewegen, aber es wird mir halt quasi dadurch vorgegaukelt, dass ich eben die Wahl habe, mich so zu entwickeln. Und ist das wirklich eine richtige Entwicklung? Ich versuche das ein bisschen aktuell etwas anders zu sehen. Also dass das halt nicht so, dass ich das versuche so, okay, ich bin jetzt nicht der gute Arthur und der böse Arthur, sondern der etwas respektiertere Arthur und der etwas gesetzlosere Arthur.
Weil ich grüße halt auch viele Leute. Und wenn du Leute grüßt, kletterst du die Leiter des ehrenhaften Arthurs nach oben. Ja, genau. Was halt eigentlich kompletter Unfug ist, weil du brauchst es nicht. Genau, aber wie gesagt, es gibt ja auch Situationen, wo du Leuten direkt hilfst, dass du sie ins Dorf bringst oder eben nicht tötest oder sie aus einer Bärenfalle befreist, all sowas. Und wie gesagt, ich habe das Problem einfach, dass es diesen Balken gibt, dass mir das Spiel quasi in dem Sinne, wie bei einem Mass Effect sagt, hier, ich habe Auswirkungen oder so wie ich mich verhalte, hat Auswirkungen auf die Welt, nur um dann festzustellen in der nächsten Story, ich muss einfach alle niederballern. Und das ärgert mich einfach ein bisschen. Das finde ich, wie gesagt, in dem Sinne relativ inkonsistent. Mich stört es tatsächlich nicht. Also mich stört es, dass es den Balken gibt, aber mich die Auswirkungen davon, beziehungsweise was dieses System versucht zu machen, das vielleicht schaue ich auch einfach drüber hinweg, aber ich mache halt im Endeffekt das, worauf ich Bock habe. Ich hatte letztens einen Moment, wo mir ein Typ auf die Nerven ging, den habe ich dann gefesselt und von der Klippe geworfen. Mhm. Und dann halt auch diesen Malus wohlwollend in Kauf genommen. Genauso, wenn ich halt Leute ausraube, was ich mittlerweile auch mache. Absolut, das ist ja klar, das kann ich auch nachvollziehen. Weil ich mir denke, klar, du spielst, ich bin auch grundsätzlich immer eher höflich oder nett unterwegs, aber dann denke ich mir, ja, aber ich bin halt auch eigentlich ein Gesetzloser. Wie gesagt, das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde es bloß komisch, dass man das in der, also mir kommt es halt teilweise wie zwei Spiele vor, die offene Welt, wo ich mich frei machen kann und sobald ich in der Story-Mission bin, spiele ich eine andere Figur als die ich in der offenen Welt verkörpere. Ja. Ich will nochmal zum anderen Thema kommen was ich leider auch relativ inkonsistent finde, wo ich finde, da hat man Sachen des ersten Teils genommen, die fragmentiert wurden in Spielmechaniken, die meines Erachtens aber nicht wirklich inhaltlich oder irgendwas, was mehr zum Spiel bringt. Mhm. Und das ist das System, dass man mit Leuten quatschen kann. Du kannst ja mit dem linken Trigger Leute anvisieren und dann hast du immer die Wahl, du kannst grüßen, du kannst sie verärgern oder du kannst sie ausrauben. Ja. Und das sind die drei Sachen, die du machen kannst, wo ich mir auch denke, so, boah, geil, hier wird mir gesagt, ich kann mit Leuten aktiv mit dieser Umwelt agieren, auf sie reagieren. Und das ist mir das erste Mal dann in meinem Camp aufgefallen, als ich in meinem Camp war, kommt irgendwie irgendeine Lady zu mir her und quatscht mich voll und ich denke so, okay, sie erzählt mir eine Geschichte, jetzt kann ich ja auf sie reagieren. Ich mache den linken Trigger und das Einzige, was ich machen kann, ist sagen, wird mir dann angezeigt, jetzt nicht. Mhm. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, du kannst zwar jeden anvisieren, aber du kannst immer nur grüßen. Du kannst, also nur diese drei Optionen, du kannst aber nie wirklich auf das reagieren, was sie zu dir sagen. Also du kannst nicht tiefer einsteigen und ich finde, das ist unglaublich oberflächlich. Aber es wird einem vorgegaukelt, als wäre es eben tiefgreifender und das verstehe ich irgendwie nicht. Inwiefern wird es denn vorgegaukelt, dass es tiefgreifender ist? Eben dadurch, dass ich die Option habe. Weil die Sache ist ja, bei Red Dead Redemption 1, wenn ich jemanden ausrauben wollte, wieso muss ich den vorher anvisieren und dann verschiedene Optionen haben? Da habe ich den einfach ausgeraubt. Aber ja, ich glaube, das ist einfach nur so ein Mechanikending, ne? Also du kannst ihn ja immer noch sofort ausrauben, wenn du halt klar einfach die Taste. Aber drückst. Warum muss ich ihn vorher, oder warum soll ich ihn grüßen, wenn es im Endeffekt eh nichts zu irgendwas führt? Also ich bin einfach unglaublich, es werden mir Optionen angezeigt, aber die Freiheiten, die ich durch diese Optionen habe, sind nicht größer als beim Vorgänger. Ich finde schon, dass klar, dieses System ist relativ oberflächlich, weil ich glaube, dass es nicht möglich ist, dass du in so einer offenen Welt einfach mit jedem x-beliebigen NPC, die meisten heißen einfach Stranger. Weil sie klar. Sind. Aber es gibt ja Rollenspiele, die haben auch große offene Welten oder kannst du dich mit allen Leuten unterhalten. Na, das ist ja nicht so, dass ja, das aber nicht sind, möglich wäre. Sind diese Gespräche zum Beispiel vertont? Ja, klar. Schau dir mal hier Divinity Original Sin 2 an. Da ist jedes Gespräch vertont. Ist da wirklich jedes Gespräch vertont? Da ist jedes Gespräch vertont. Ich habe nämlich Divinity auch gespielt. Ich kann mich gar nicht erinnern. Was ich aber jedenfalls sagen möchte ist, ich weiß es zu schätzen, es gibt diese Stranger, es gibt diese Mechanik und anstatt einfach nur eine Taste zu drücken und er sagt Howdy, kann ich ihn auch sagen so, ey, rührt mir vom Leib. Genau, du kannst ihn verärgern. Ja, und dann sagt er. Aber das sind die zwei Möglichkeiten und die führen aber letztendlich immer zum selben Outcome. Die Leute grüßen zurück oder er zieht dann irgendwann die Waffe und dann kannst du die Situation entschärfen oder du knallst ihn ab. Also ich habe wie gesagt, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, das gab es bei Teil 1 auch schon. Jetzt hat man das nochmal in ein Spielelement runtergebrochen, das aber nichts wirklich ein neues inhaltsvolles Spielelement zum Spiel beiträgt. Aber ja, es ist definitiv nicht
das Feature, von dem man sagt, da deswegen werde ich Red Dead Redemption 2 in Erinnerung behalten. Für mich ist es aber einfach so, keine Ahnung, die Minze in meinem Sandwich, ja, von dem ich sage, hey, also ich mag, dass diese Note da ist. Ich mag, dass ich halt auf gewisse limitierte Art und Weise mit Leuten interagieren kann, dass ich heute auch Leute anpissen kann, wenn mein Arthur mal einen schlechten Tag hat, wenn er irgendwie wieder im Saloon zu viel gesoffen hat und dann rumläuft und dann halt einfach nur Leute anpöbelt. Mhm. Und dann daraus zu sehen, okay, die reagieren darauf, sind dann auch verärgert und dann entwickelt sich was daraus, was meistens dann halt in der Schlägerei oder sonst was endet. Ich gebe dir recht, wenn du sagst, es revolutioniert nicht das Genre neu oder es ist kein tragendes Spielelement von Red Dead Redemption 2, aber ich mag es für das, was es ist. Mhm. Einfach nur so ein kleines Element, mit dem ich halt wieder Situationen auslösen bzw. beeinflussen kann, wenn es auch nur limitiert ist. Wir müssen auch auf was anderes zu sprechen kommen, etwas, das mich leider auch ein bisschen verrückt macht in dem Spiel, und das ist das Kopfgeldsystem. Es ist ja so, wenn man etwas verbricht und es gibt dann einen Zeugen, der etwas mitbekommt, zum Beispiel, wir hauen jemand auf die Backen, das sieht jemand, dann sieht man, wird es auf der Karte angezeigt, er hat ein Auge, reitet weg und verrät einen dann, und dann kriegt man Kopfgeld. Je nachdem, was man macht, kann das ziemlich schlimm sein. Und auch dieses System finde ich leider sehr, sehr unausgegoren. Es ist mir schon total oft passiert, dass ich in irgendeiner Stadt war, in Valentine zum Beispiel, und ich werde dumm angemacht, weil ich irgendwie zu lange an einem NPC rumstand. Er fängt an, einen Streit mit mir, haut mir auf die Backen, ich hau zurück. Und obwohl ich mich quasi in Notwehr gehandelt habe, kriege ich ein Kopfgeld drauf und der andere, ja, in dem Sinne nicht. Ja, das hatte ich auch schon. Ich habe aber jetzt auch gesehen tatsächlich, weil das war auch so ein Aspekt, der mich gewurmt hat, ob Sheriffs oder Gesetzeshüter auch auf NPCs reagieren, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das tatsächlich der Fall ist. Und dann habe ich das mal ausprobiert. Und das ist tatsächlich der Fall. Ich glaube, dass es tatsächlich schon grundsätzlich eher ein bisschen unausgeglichen ist, was NPCs und Arthur betrifft. Also es wird eher zu Ungunsten des Spielers ausgelegt. Aber es ist tatsächlich der Fall, wenn Sheriffs das sehen, dann greifen sie auch ein. Es ist halt dann, glaube ich, eher wie, also ja, in meinem Fall war es eher so wie in GTA, dass er halt direkt den Typen umgeschossen hat, wo ich mir auch denke, so, okay, du hättest ihn auch vielleicht einfach. Aber in 99% der Fälle wirst du angegriffen oder umgeschossen. Das ist einfach, dieses System ist, finde ich, leider auch sehr inkonsistent einfach. Also wie gesagt, hier wird mir auch wieder so ein bisschen mit dem Kopfgeld, es wird nicht zugunsten des Spielers ausgehen. Genauso, wo ich mir denke, ich komme in ein Dorf und aus Versehen remple ich einen an, der sich vor mein Pferd bewegt, das nicht mal schnell war, und schon zack, habe ich ein Kopfgeld. Wo ich mir denke, warum ist das Spiel nicht da ein bisschen laxer? Ich hatte zum Beispiel eine Mission, ich habe einen Fremden getroffen, das war kurz vor Strawberry, der hatte sich in den Wäldern verlaufen und hat von mir verlangt, ich soll ihn zurück nach Strawberry bringen. Ich habe gedacht so, ja klar, mache ich doch, ich bin der gute Samariter, steig auf mein Pferd auf, denke, er steigt auch auf. Ist er nicht, habe ich gedacht so, okay, dann muss ich einfach mit ihm mitreiten. Ich habe mein Pferd wirklich ganz langsam gedreht und ihn nur leicht gestriffen und er ist schreiend davon geraufen und hat mich verflucht und ich so, oh. Leute, ich habe nicht wirklich was gemacht und das ärgert mich dann einfach, dass ich für sowas dann bestraft werde, was nicht wirklich mein Fehler war, beziehungsweise wo ich mir denke so, ey, das muss doch auch besser gehen. Ja, da gebe ich dir tatsächlich recht. Das hatte ich auch ein, zwei Mal, wo ich eine Frau gerettet hat, die gekidnappt wurde und dann, die war halt gefesselt und dann wollte ich sie aufschneiden und laufe halt gegen sie und sie ist dann schreiend weggerannt. Und dann habe ich mir gedacht, gut. Ich habe mir das Leben gerettet, soll ich mir erkennen. Aber ich kann verstehen, manchmal ist es tatsächlich der Fall, dass wenn du irgendwie dich falsch bewegst und Leute anrempelst, dass sie gerade bei diesen Zufallsbegegnungen, dass sie dann... Oder man reitet irgendwie zu schnell durch ein Dorf oder irgendwas und dann kann das auch schon für Aussehen sorgen, wo ich mir denke so, ah, warum werde ich denn da so gegängelt? Und dass man als Spieler gegängelt wird, das habe ich einfach öfters im Spiel. Warum kann ich in meinem eigenen Camp nicht schneller als Schneckentempo rumlaufen? Das finde ich sehr, sehr ärgerlich. Ich weiß, die wollen da diese Atmosphäre rüberbringen, aber warum überlässt man mir nicht die Wahl, dass ich jetzt da durchlaufe, weil ich möchte einfach nur schnell dahin und dann möchte ich weiterziehen? Nee, das gibt's nicht. Genauso Schnellreisefunktion ist im Spiel so nicht mehr drin, wie im ersten Teil, wo man einfach ein Lager aufschlagen konnte und dann konnte man überall hinreisen. Man kann im Camp was freischalten, dass man dann woanders hinreisen kann, aber du kannst nie Schnellreise zurück ins Camp machen, was ich auch sehr, sehr irritierend finde.
und dann auch noch so andere Quality of Life Features. Es ist ja schön und gut, dass man alles nur das mitnehmen kann, was man verstauen kann im Pferd. Aber was war denn wirklich schlecht an dem System, was man im ersten Teil hatte? Also ich sehe da auch keinen Vorteil davon, weil ich fühle mich gegängelt. Oftmals ist es so, ich habe Waffen an mir, die habe ich ausgesucht. Kaum bin ich auf mein Pferd drauf und ich starte eine neue Mission, sind die Waffen wieder im Pferd drin und ich muss sie schon wieder aus der Satteltasche holen, obwohl ich sie eigentlich noch equipped haben müsste. Was mich eher nervt, ist, dass ich Waffen tatsächlich nicht verkaufen kann. Weil ich wahrscheinlich, vielleicht gehöre ich da zur Minderheit, aber ich mag es tatsächlich, dass ich die Möglichkeit habe, okay, ich gehe jetzt dahin, ich brauche dafür ein Gewehr oder eine spezielle Art von Gewehr und ich nehme meine Shotgun mit und dann habe ich meine Revolver. Mehr brauche ich nicht, weil ich dann halt eher nicht der Fan davon bin, durch 17 Waffen durchzuschalten, bis ich dann das habe, was ich möchte. Ja. Deswegen mag ich das System so, wie es ist, eigentlich ganz gerne, dass halt alles so im Pferd gelagert wird. Ich würde gerne Wo ist denn der Fortschritt zum ersten Teil? Ich meine, es macht doch spielerisch nicht wirklich mehr Spaß, wenn man weiß, okay, ich habe nur diese begrenzte Anzahl. Also wo ist da der Plusnutzen? Was ist die Verbesserung zum Vorgänger? Da konnte ich einfach mehr mitnehmen und es ist einfach ein Quality-of-Life-Feature, das mich hier, finde ich, mehr in ein Korsett presst. Es presst sich natürlich ein bisschen in ein Korsett, weil es halt versucht, den realistischen Weg zu gehen und zu sagen, hey, du kannst nicht immer alles mit dir rumtragen. Mhm. Genauso wie es bei einem Rollenspiel hast du ja auch manchmal Inventar und dann kannst du halt so und so viel Kilo mitnehmen oder so und so viele Item-Slots. Ich glaube, das ist einfach ein Realismus-Ding. Und du bist halt wahrscheinlich eher so der etwas gamifiziertere Typ, der sagt, hey, mir ist es egal, ob ich Sachen mitnehmen kann. Ich möchte einfach nur, dass es konsistent ist. Und das habe ich das Gefühl, ist es halt eben nicht. Wie gesagt, dadurch, dass das Waffen, die ich an mir trage, auf einmal dann wieder im Pferd sind. Oder wenn man sagt, es ist realistisch und man soll ja auch sein Pferd füttern, da steigt die Verbundenheit, das Core des Pferdes steigt, dass es mehr Ausdauer da hat oder dass die Ausdauer sich schneller regeneriert. Das kann ich ja durchaus verstehen. Aber warum, wenn man sagt, man geht die Realismus-Schiene, warum ist es nicht so, dass das Pferd einfach, wenn ich irgendwo absteige und es ist auf der Wiese, warum frisst es nicht einfach Gras? Und ich muss es dann nicht extra füttern jedes Mal. Das ist mir auch aufgefallen. Vor allen Dingen im Camp, wenn ich mein Pferd dann zu den anderen Pferden packe, die den ganzen Tag nur am Fressen sind und mein Pferd steht dann da rum. Also wie gesagt, es ist nicht das Problem. Ich würde gern diesen simulastischen Aspekt haben. Ich finde bloß in vielen Sachen ist es halt nicht sehr, sehr konsistent. Und das ist das Bounty-System, das ist dieses Ehrensystem, das ist das Inventar, das einem, finde ich, mehr vorgaukelt, als es zu sein scheint. Und das ärgert mich einfach so ein bisschen. Weil ich hätte kein Problem damit, wenn ich alles verstaue und das so raushole. Aber dann möchte ich auch, wenn ich was equipped habe, dass es dann halt auch so bei mir bleibt, ohne dass sich dann automatisch was ändert. Und das fuchst mich einfach so ein bisschen. Und da gehört auch dieses Core-System dazu. Mir wird so, auch so ein bisschen gesagt, so, ey, du hast so einen Rollenspielcharakter, der muss essen und schlafen. Aber es wird auch von Rockstar gesagt, man muss das nicht machen. Aber ich bin jemand, der dann schon ein ziemlicher Completionist ist, der mir denkt so, ja, natürlich muss ich das nicht machen, aber ich weiß ganz genau, meine Gesundheit regeneriert sich dann langsam, also muss ich dann doch wiederum essen und mich so ein bisschen ausruhen. Und das stört mich, weil das Spiel gibt mir das Gefühl, gibt mir all diese Optionen in die Hand, die mir eigentlich mehr Freiheit geben sollten, mich gefühlt aber mehr in ein bestimmtes Korsett pressen und gängeln. Also bei den Core-Systemen würde ich tatsächlich widersprechen. Ich bin ziemlich dankbar, dass es nicht so notwendig ist, wie es zum Beispiel in anderen Spielen ist, dass wenn du halt nicht isst, dass du halt stirbst. Oder dass dir gesagt wird, wenn du kannst ja untergewichtig, normalgewichtig und übergewichtig sein. Wenn du untergewichtig bist, regeneriert sich deine Energie, glaube ich, langsam, aber du hast mehr Ausdauer. Wenn du übergewichtig bist, ist es genau umgekehrt. Dann aber ich sehe hier halt bloß auch einfach wieder nicht die Verbesserung gegenüber Teil 1. Also wenn man das weglassen würde mit dem Essen und man hätte einfach ganz normale Energie und du füllst Energie durchs Essen auf und du hättest nicht diese, also ich sehe nicht, warum, was das wirklich zum Spiel bringt, dass es besser macht als beim Vorgänger. Im Endeffekt gibt es dir einfach nur ein bisschen mehr Atmosphäre mit einem gewissen Prozentsatz im einstelligen Bereich, was das Spielerische betrifft. Du kannst essen und du kriegst Boni dazu, du kannst es aber auch lassen. Und dir fehlt nicht großartig was davon. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass du halt einfach sagen kannst, hey, wenn mich dieser Bereich interessiert, und ich bin zum Beispiel so einer, ich stehe morgens auf, trinke meinen Kaffee, gehe mittags ins Camp, esse meinen Kram und esse abends nochmal einen Snack. Ja. Und
das mache ich halt zum größten Teil einfach nur, damit die Immersion größer ist. Mhm. Damit ich einfach einen geregelten Tagesablauf habe und Mitternacht geht's ins Bett. Wenn ich nach Mitternacht ins Camp komme, schlafe ich halt bis mittags. Ja. Und sagte mir dann, okay, dann mache ich aber an dem Tag keine Mission, sondern gehe höchstens ein bisschen jagen. Mhm. Also ich mag dieses System, weil das einfach nur so einen gewissen Schubser gibt, für mich etwas realistischer oder ein bisschen RPG-mäßiger zu spielen. Okay. Gut, damit wollen wir es auch sein lassen. Ich will aber trotzdem noch mal ein paar Zahlen raushauen, die ich, wie gesagt, Wertungen hin und her, kann man drüber streiten. Mhm. Metacritic, also wenn man sich anschaut, Rockstar Games bei Metacritic, da hat ein GTA 4 98, ist das Highest Score Rockstar Game bei Metacritic. Ich finde heute diese Wertung oder diese Durchschnittswertung ziemlich bizarr, weil ich GTA 4 auch im Vergleich zu GTA 5 eine ganze Ecke schlechter finde. GTA 5 97, Red Dead Redemption 2 97, GTA 3 97, Red Dead Redemption 1 95. Und schaut man sich die User Scores zum Beispiel an, die Durchschnittswertung der User, hat Red Dead Redemption 1 das höchstbewertete Spiel 9,0, gefolgt von Bully 9,0, GTA San Andreas 9,0. Red Dead Redemption 2 ist mit eines der schlechtest bewertesten User-Spiele mit 7,8, nur GTA 4 liegt drunter. Aber ganz ehrlich, so User-Wertungen mittlerweile, heutzutage ist es halt echt sehr heikel. Ich bin komplett bei dir. Es gibt unglaublich viele Trolle, die geben einfach Nuller-Wertungen. Aber das Pendel schlägt auch in die andere Richtung aus. Klar. Es gibt unglaublich viele Fanboys. Und dementsprechend müsste ja auch ein Red Dead Redemption 1 in diesem Bereich sein. Also es müsste sich dann schon... Ne? Red Dead Redemption kam 2010. Ja. War da dieses Review-Bombing schon so ein Ding? Ich glaube, das ist eher so ein Werkzeug. Schon immer eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, das ist eher so ein Werkzeug, das so in den letzten Jahren gekommen ist. Weißt du, wie jetzt zum Beispiel mit Shadows of Tomb Raider auf Steam? So, ach was, nach einem Monat ist es jetzt günstiger und dann gab es ja direkt erstmal wieder negative Werte. Ja, aber wie gesagt, auch einen GTA 5. Hat mit 8,3 jetzt auch nicht den besten User-Score. Ich finde, da kann man schon sagen, wie gesagt, es gibt ja auch die Fanboys, die dann immer auch eine 10 geben. Mm. Ist ein schwieriges Thema. Ich möchte noch abschließend sagen, Red Dead Redemption 2 mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde, ganz ehrlich, bei mir ist es gerade echt sehr, sehr krass. Für mich ist es einerseits Spiel des Jahres und andererseits die Enttäuschung des Jahres. Weil ich finde die Welt und ich finde die Story und die Charaktere, finde ich, bahnbrechend. Mhm. Ich finde, es gibt aber viele spielerische Aspekte. Da finde ich, ist es tatsächlich ein Rückschritt. Nicht nur zu GTA 5, sondern auch zu Red Dead Redemption 1. Ist ein schwieriges Thema. Ja, Ich finde bloß, dass die Presse sich dadurch, dass es so hochgejubelt wurde und man von vielen dieser Kritikpunkte leider nicht so viel liest, sich keinen Gefallen damit getan hat. Ja. Ich habe das Spiel ja bei uns nicht getestet. Ich bin jetzt, wie gesagt, Kapitel 3. Mhm. Ein Kumpel hat mir gesagt, der weiter ist, es geht halt erst noch richtig los tatsächlich. Mhm. Bin sehr gespannt drauf. Hätte ich es getestet, Standpunkt jetzt, und hätte jetzt, nach dem, was ich gespielt habe, hätte man mir gesagt, so, ey, was für eine Wertung würdest du geben? Ich glaube, ich wäre auch bei 10 von 10. Nicht, weil es ein perfektes Spiel ist, aber weil es ganz einfach für mich... So, was die Atmosphäre betrifft, was die Welt betrifft, wie ich mich fühle, wie ich es spiele, was ich erlebe und die Art und Weise, was ich erlebe und was es mich irgendwie, wie es mich berührt oder wie ich darüber nachdenke oder wie ich dann mit Freunden darüber quatsche. So, ey, hier letztens ist mir das passiert. Ja. Auch wenn im Endeffekt spielen wir alles das gleiche Spiel und irgendwann hat jeder alles das gleiche erlebt. Aber dann trotzdem zu erzählen, so, ey, mir ist das jetzt widerfahren. Das finde ich, habe ich so bei einem Spiel selten. Super selten. Okay. Ja, liebe Leute, ihr seht schon, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander bei Red Dead Redemption 2. Ihr könnt natürlich gerne auch darüber diskutieren oder eure Meinung zum Spiel kundtun. Einfach in den Kommentaren würde ich mich freuen, wenn ich so ein paar Einblicke von euch auch lesen würde, wie ihr das seht. Ist Red Dead Redemption 2 das Überspiel, das 97 auf Metacritic verdient? Wie würdet ihr das einstufen? Ist es für euch eine Enttäuschung? Was sind die Dinge, die euch stören? Was sind die Dinge, die euch richtig gut gefallen? Diskutiert mit im Kommentarbereich, lese ich immer gern. Ja, dieses Red Dead Redemption 2. Wie gesagt, ich bin da echt so ein bisschen zwiegespalten. Die Welt und die Atmosphäre finde ich unglaublich grandios. Das ist echt super. Aber spielerisch habe ich da einfach so ein paar Mängel. Und ich finde, ein Spiel, das so einen krassen Schnitt hat, darf diese Mängel nicht haben. Und ich bin halt auch nicht der Einzige, dem es auffällt. Es fällt meines Erachtens durchaus einigen Leuten auf.
Und was mich auch so ein bisschen stört, und das verstehe ich auch nicht, weil Rockstar hat mir gesagt, als ich sie besucht habe hier in München und das Spiel vor dem Release anzocken durfte, dass jedes Rockstar-Spiel ist mittlerweile nicht einfach nur eine Fortsetzung der Serie, also es ist nicht einfach nur die Fortsetzung von Red Dead Redemption 1, sondern es ist eine Fortsetzung eines Rockstar-Spiels, weil jedes Studio bei Rockstar arbeitet an diesem Titel und deswegen ist es auch eine Fortsetzung von GTA 5, von spielerischen Qualitäten und so weiter und so fort. Und was ich dann nicht verstehe, ist, dass man das gestrichen hat, dass man Charaktere wechseln kann. Das war ja ein Feature, das mit GTA 5 eingeführt wurde, was ich richtig, richtig cool fand, weil man, obwohl man lineare Missionen hatte, eben das Gefühl hatte, man hat ein bisschen mehr Abwechslung oder ein bisschen mehr Freiheit, weil man Charaktere durchwechseln konnte. Da konnte ich mit Michael an der Front sein und mit Trevor snipern. All das war eben möglich und wie gesagt, auch wenn es lineare Missionen waren, gab es mir das Gefühl, dass es nicht ganz so linear abläuft und ich habe unterschiedliche Perspektiven. Das habe ich jetzt bei Red Dead Redemption 2 nicht mehr und gerade bei einem Spiel, wo die Gang ein zentraler Bestandteil ist, verstehe ich das nicht so ganz. Es wäre doch cool gewesen, wenn ich Arthur gehabt hätte zum Beispiel. Dann noch eine Frau aus dem Camp, die zu einem krassen Revolverhelden wird, ne, die es satt hat, irgendwie hier im Brothel zu arbeiten. Und dann vielleicht noch der durchgeknallte Micah, mit dem man dann seine ganz fiese Banditenseite ausleben kann, was dann vielleicht auch eventuell besser in das Ehrensystem gepasst hätte. Weil man hat so gesagt, hätte sich sagen können oder sich selber sagen können, so ja, mit dem Arthur spiele ich halt so ein bisschen zurückhaltender. Und der Micah ist halt der Mann fürs Grobe, mit dem habe ich dann so ein paar Missionen, die mehr auf das abzielen. Und das finde ich halt einfach so ein bisschen schade, dass das so, ja, so verläuft in dem Sinne, beziehungsweise dass man das nicht übernommen hat. Ich habe diese Woche dann auch bei Twitter eine Umfrage gestellt, wie sieht es denn aus? Red Dead Redemption 2 hat ja einen Metacritic-Wert von 97, ist das in euren Augen gerechtfertigt? Und da haben 44% von euch gesagt, ja, aber sowas von. 27% haben gesagt, nein, hat zu viele Mängel. Und 29% haben gesagt, nicht gespielt, mir egal. Insgesamt haben 837 Leute abgestimmt. Und jetzt mag man sagen, natürlich, die Mehrheit oder die meisten Leute haben für ja, aber sowas von abgestimmt. Aber ich finde gerade beim Spiel, das 97% hat, sollten da nicht noch mehr Leute, sollten da nicht mindestens 60-70-80% sagen, so ja, stimmt. Schwieriges Thema, interessante Diskussion. Wie gesagt, die Kommentare sind offen für eure Argumente. Diskutiert gerne mit. So, ja, das war es im Endeffekt von der Sendung. Wie gesagt, vergesst nicht, dass wir dieses geile Handy hier raushauen von Honor, das Honor 8X. Hat 128 GB Speicher, das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen, Arbeitsspeicher. Also nicht die 64 GB, sondern wir haben uns nicht lumpen lassen. Und das ist ein wunderschöner Bildschirm, der ist echt geil und echt groß. Ist echt schick. Sieht echt toll aus. Ja, und wie gesagt, falls das nicht gewinnt, dann könnt ihr es euch günstig kaufen bis Black Friday, also bis zum 26. November gibt es es noch ultra günstig zu haben. Und wie gesagt, wie könnt ihr es gewinnen? Einfach die Handys zählen, die in der Sendung versteckt waren und dann an die E-Mail-Adresse schicken. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge InsideCoin, dann natürlich wieder mit tollen Videospielthemen. Ciao.